So, dann sind wir jetzt schon wieder beim Happiness is Homemade. Das ist eine ganz wichtige Seite, Schatz. Es muss einem nicht schlecht gehen, dass man wieder herausfinden muss, was einem gut tut oder was einen wieder zu sich selbst führt. Oder im Umgang mit anderen gesund ist. Also gut, ich habe es da ein bisschen zusammengefasst als Symbolsprache, wieder in Bilder. Unser Hirn denkt in Bilder im Übrigen, die Sprache kommt erst dann hinzu und die Schrift auch. Aber zuerst sind es Bilder. Und da habe ich natürlich unter anderem, ich habe es in den anderen Videos, bei den anderen Malbüchern, das ist ja Teil 3, schon ein bisschen anklingen lassen. Ich lese immer wieder ein paar Sachen vor. Also zum Beispiel Blumen, also Pflanzen, Blumen erfreuen unser Herz, macht glücklich, genauso wie Bäume. Geht's hin und umarmt's mal einen, setzt euch in seinen Schatten, greift's mal die Rinde an und pflückt seine Blüte oder ein Obst davon oder schaut einfach mal, was passiert, wenn ihr zu so einem Baum sitzt und einfach mal ganz still werden. Übrigens, still werden. Da steht tatsächlich drin, Meditation, das heißt hinsitzen, das sollte ja eigentlich schon ein Schulfach werden, anstatt irgendwie so ein Blödsinn, wo man immer braucht, aber wie man still wird und Zugang zu sich selber finden kann und damit allen Antworten, das wäre ein Schulfach, würde ich sofort einführen. Gut, was steht noch da? Lachen. Ja, lachen, wie es mal immer ist gesund. Aber Humor muss man üben und ja, ist gar nicht so einfach. Was kann ich noch, das lese ich euch beim nächsten Mal vor, ich stelle euch ja noch mehr vor, bleibt dran.